Mutter dann ganz gießen. So, jetzt gehst du mal mit dem Rücken runter, richtig tief reinhauen. Bist jetzt mal mit deinen Pedalen dran, ja, ne? Ja. Ruhig runterhauen. Schon tief drin hocken. Ja. Richtig tief reinsetzen da. So. Ja. Siehst du meine Finger? Ja, gell? Nee, jetzt, nee? Schon. Jetzt schon? Ja. Okay. Dann immer noch. Sitz ein bisschen. Hock dich ruhig mal. Ich weiß, es ist ungewohnt. Genau so. Okay? Du musst wirklich tief drin sitzen. Also du siehst, es ist nicht wie im PKW, dass du da alles sehen musst. Wie gesagt, nur die Finger auf der Höhe, das reicht schon. Ja. Okay? Schneide dich einmal an. Ist das mit dem Kopf okay oder würdest du noch was in den Rücken reinhauen? Ja. Das passt, gell? Meinst du, wenn du die Beine ausstreckst? Ja, ja, die Beine müssen geknickt sein. Wenn du sonst irgendwo Vollgas reinfährst, brichst du dir beide Beine. Also du brauchst immer einen Knick im Bein. Alles nie ausgestreckte Beine. Also das ist perfekt so. Damit wollte ich dir natürlich jetzt keine Angst machen. Kein Grad. Ich habe ihn noch nicht festgezogen. Okay. Also muss schon echt fest sein. So, pass auf. So. Jetzt kannst du mal lenken. Viel weiter. Als so fest in die Hände. Okay. Passt auch mit den Beinen. Was ist das Hauptschalter? Die beiden. Okay. Um das Auto zu starten, müssen die beiden immer an sein. Alles klar? Der Startknopf, selbes Prinzip wie im Auto im Prinzip. Drehen, du startest das Auto, hier drücken und dann wird er jetzt angehen. Direkt daneben das Regenlicht, werden wir wahrscheinlich hoffentlich nicht brauchen. Ja, dass du es einmal weißt, du drückst, leuchtet es und dann ist hinten die Lampe an. Okay? Du siehst, wie eine Null. Um jetzt hochzuschalten, einfach mal zu dir ziehen. Probier einmal. Zieh einmal. Bist auf der Bremse, ja, gell? Geh mal runter von der Bremse. So, mit mal Kupplung. Und hoch. Noch ein hoch. Noch ein. So, kannst mal bis zum sechsten durchschalten. Okay, jetzt wieder runterschalten. So, und jetzt hast du, geh nochmal runter. Ein. Jetzt bist du im ersten. Um neutral zu kommen, probier mal. Merkst du, geht nicht. Das ist einfach die Sperre, damit dir das auf der Strecke nicht passiert, dass du aus Versehen mal in den Neutralen oder in den Rückwärtsgang reinhaust. Hast du hier drüben eine kleine Sperre, die einfach mit zwei Fingern und ein bisschen Gefühl zu dir reinziehen. Kannst du mal probieren. Schön mit Gefühl ziehen und jetzt runterschalten. Merkst du, bist du in Ruhe. Okay? Wenn du jetzt das gleiche Prinzip nochmal machst, kommst du in den Rückwärtsgang. Probier mal. Okay, minus eins, klar. Zum Hochschalten brauchst du die Sperre nicht mehr. Einfach hochziehen, okay? Ja. Ansonsten, Feuerknopf, nicht einfach mal probieren, gibt eine Mega-Sauerei. Nur im Fall, dass er nicht vorgekommen ist, wird er auch jetzt nicht vorkommen, aber das ist nice. Ja? Ansonsten, noch eine Frage irgendwie, irgendwas unklar? Bist du schon mal gefahren, oder? Ja, letztes Jahr von mal. Okay, dann heißt es ja, dann passt das ja wirklich nicht, ja? Und wenn du in die Box reinkommst, bitte immer das Auto in neutral abstellen. Okay, nicht im ersten Gang, weil dann starten wir es und dann fliegt es um 7 Uhr. Anfahren, gucken, erster Gang und dann. Korrekt.
schön aufpassen, die Kupplung, ich weiß nicht, ob du schon Auto gefahren bist, aber die Kupplung ist deutlich kürzer als im Auto. Ja. Der hat ja nur ganz kurz. Und wenn du in die Box kommst, immer schauen, dass neutral eingelegt ist. Also schon beim Ranrollen einfach den Hebel ziehen, ein runterschalten und dann kannst du es ganz piano oder herrollen lassen. Okay? Gut. Einmal aus. Zum Aussteigen weißt du auch, Lenkrad abnehmen. Damit du so. Du musst immer den Hebel, guck mal, am besten greifst du so durch, dann kannst du den gut ziehen. Nee, am besten dadurch machen. So. Dadurch, okay? Müssen wir ein bisschen schauen, wie die Räder gerade stehen. Ein bisschen gefühlt. Okay? Alles klar. Kannst du den Lenkrad abmachen? Und einmal nach draußen kommen. Dort öffnest du einfach, wenn du einmal.